Hallöchen zusammen. Wir sind hier auf der Alps. Ja, wir müssen ja heute hier Gülle fahren für den Bauer. Heute mal mit unserem neuen Fendt 828er mit Frontlader. Naja, braucht's ja nicht unbedingt, ne? Frontlader braucht man nicht. Mit dem schönen Grill muss man mal putzen hier, ne? Na, schönes Grand. Ich glaube, den haben wir hier sogar drin als Nome Grand VT 14.000. Ne? Kann man irgendwo downloaden, ne? Einfach bei Google eingeben. So, wir gehen jetzt und gucken uns das Ganze an. Wo wir denn die Gülle hinfahren müssen noch beim Bauer. Kommen wir dann hier hoch? Ja, müssen wir hier hochkommen. Ui, 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 ui. Na, das Quietschen ist auch typisch geil für den Fendt 828er. Ich glaube, wir brauchen fast ein... Hey, da haben wir das hinkopiert. Geklaut. Er hat aber schöne gemacht hier. Na, da, dazu mal auf der Schweizer Map konnte ich das noch nicht. Auf meiner alten Map. So. Hoppla. Na, die Straßen sind auch ein bisschen eckig hier, ne? Da irgendwo hier links hoch müssen wir fahren. Ne, GPS-Gerät, alles hier wunderbar. Irgendwo hier links hoch müssen wir, ne? Na, hier so mal. Weg hier da. Geh weg. Na, wir können auch von außen mal gucken. Sieht auch ziemlich nice aus. So. Wir müssen hier... Ich glaube mal hier hoch, oder? Oder glaube ich doch, stimmt. Na, ja, schau, wir haben einen guten Träger. Der hat auch Power. Und am Arsch hier, ist ein bisschen ruckelig hier. Aber er fährt sich jetzt ein bisschen besser, da ich die Anfahrtsgeschwindigkeit verlangsamt habe, das Gewicht ein bisschen erhöht habe. Und das sollte eigentlich hier kein Problem sein. Wir sind irgendwie falsch abgewogen, ja? Das hätte er mal vorher sagen können. Na, ich kenne mich ja hier nicht so aus, ne? Aber jetzt müssen wir hier wieder runter irgendwie. Na, gucken wir mal einfach so. Na, wo ist er denn Maus? Na, wo ist er denn hier? Na, müssen wir hier irgendwo umdrehen. Bevor der Zaun kommt. Komm. Na, gib Gas hier, Junge. Na, scheu dich nicht. Aber hat er schön gemacht hier. Er hat fast den gleichen Stein wie ich. So, ja. Geht's rucki zucki runter hier. So. Und dann sind wir dann schon wieder unten und fahren noch weiter hoch. Uiuiuiui, hier. Was für ein Geruckler hier. Na, die Federung müssen wir noch ein bisschen. Uiuiui. Die Federung müssen wir ein bisschen weniger krass machen. So. Und dann nach links. Was ist denn da drüben los da? Sieht ein bisschen komisch aus da, ja? So, also, wo müssen wir denn jetzt entlang? Hier mal bremsen hier. Die PDA ist ein bisschen komisch hier, oder? Ein bisschen verschoben. Aber kommt ja nicht unbedingt auf die PDA drauf an. Sondern auf, warte mal. Wir sind doch hier in der Nähe hier. Wir müssen doch hier hoch. Stimmt doch hier. Ach du Scheiße. Da kommen wir doch gar nicht hoch. Ich hoffe, es kommt kein Auto. Weil müssen wir nämlich hier hoch, ne? Ich wusste, irgendwo müssen wir hoch hier. Aber hat er mittlerweile hat das schön gemacht. Hier auch das Wasser ist schöner geworden. Na, das ist ein schönes Wasser, ein schönes Script. Oder er ist, glaube ich, mehr eine XML. Wo das Wasser so bewegen lässt. Habe ich gesehen, ne? Ich habe es auf dem Motorwasser gesehen. Gibt es nur so ein Wasser? Ein Wässerchen, ne? Ich kann irgendwie nicht mehr rückwärts fahren, ne? Na, das Lenken habe ich ein bisschen scheiße gemacht, ne? Ich habe ja extra das Lenken langsam gemacht, dass man nicht so schnell um die Kurve fahren kann. Und jetzt ist das schon eine kleine Gewöhnungssache. Ich so, komm, jetzt, das reicht. Komm. Ist ein bisschen träge geworden, aber
Ja, es ist einmal besser als vorher. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier reinkommen. Oder? Nee, da müssen wir ja runterfahren hier. Sollen wir es probieren hier? Vielleicht können wir ja... Na, ich kenne mich ja hier wirklich nicht aus. Vielleicht kommen wir ja rüber oder nicht. Das ist eine gute Frage hier. Naja, aber schön, die Ideen sind schön hier. Na, vielleicht stürzt hier die Brücke ein, weil wir zu schwer sind. Das könnte natürlich möglich sein. So, eigentlich sind wir ja jetzt hier schon wieder falsch, oder nicht? Ja, fahren wir einfach mal links, oder? Ich meine, wir haben ja einen Träger hier, weißt du, da kann man hier schon mal kreuz und quer fahren. Wie so ein Panzer. Hä, willst du mich verkoksen? Oh, Baum. Da hat er wohl was blöd gemacht hier, ne? Das ist natürlich beschissen hier, mitten auf der Wiese hier ein Baum stehen oder ein unsichtbarer Baumkoli. Oh, das sieht geil aus hier. Hui, 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 hui. Oh, schöne Straßen verbaut, um hochzufahren. Ist auch immer schwierig, so Straßen direkt anzupassen an dem Map-Boden. Aber hat er gut gemacht. Hat er sehr gut gemacht. So, jetzt sollte man eigentlich hier genau richtig sein. Na, wir waren ja schon mal hier oben. Ich glaube, da hat er noch keine Straßen verbaut, oder? Das ist neu, oder? Aber schon sehr geil gemacht, muss ich sagen. Na, hat schon was, die Map. Alpental Map. Ja, ist ja der Alps. Oh, das ist ein bisschen steil hier, ne? Das ist schon unrealistisch fast, würde ich mal sagen. Aber was ist schon Realismus und was nicht? Im Spiel, nein, ist ein Spiel. So, jetzt müssen wir aber gut gucken. Gülle steht da hinten. Oder der Mist steht schon da hinten. So, dann können wir hier gleich mal auftanken, hoffe ich. Gut, funktioniert, das ist schon mal gut. Also jetzt müssen wir gucken, oh, leck du mich, du. Dann müssen wir aber weit fahren hier. Alles runter, dann links und dann wieder rechts. Gut, machen wir das. Jetzt müssen wir warten, bis der hier aufgetankt hat. Und dann können wir weiterfahren. Hm. So, er läuft ja immer noch weiter, aber sieht schon schön aus. Der Fendt. Und in weiß natürlich, habe ich umgeskinnt. Dieses Mal schöner gemacht als letztes Mal, ja. Ist ja besser umgeskinnt worden. In weiß ist halt einfach schöner. Zwar nicht ideal für Gülle zu fahren, weil dann ist er wieder schmutzig. Aber macht nichts. Hier schönes Gras verbaut, ja. Hm, ganz schön. Die Framerate ist zwar runtergefallen, aber das ist normal. Das ist ganz normal, dass sie ein bisschen runterfällt. Hoppla. Weil ja ich aufnehme, dann fällt die Framerate schon mal ein bisschen in den Keller. So, wie ist aufgefüllt. Jetzt gehen wir wieder runter hier. Na, oh, jetzt ist er schwer hier. Zum Glück haben wir ein Gewicht mitgenommen. Und dann hier, oh ja, da schön Steine gemacht hier. Na, das schöne Textur hier alles. Ganz schön gemacht. Hier können wir noch hochfahren. Aber wir müssen runter. Wir müssen aufs Feld und nicht auf die Wiese. Das hätte er selber machen können. Mit unserem großen Druckfass oder mit dem Güllewagen. Aber in der Schweiz heißt er Druckfass, ne? Weil es ein Druck. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns sagt man Druckfass. Und Güllefass, Güllewagen. Ja, was gibt es noch für Wörter für Güllewagen? Güllestinker, nee, keine Ahnung, was es noch für Namen gibt. Es gibt verschiedene Namen für die Geräte, zum Beispiel die Schwader, ne, Zeta, Schwader, ja, nein, brauchen wir nicht. Haben wir vergessen auszumachen, ja, aber schon, hier die Straße ist schon geil gemacht. Na, da muss man schon aufpassen, aber schön gemacht. Auch schöne Texturen. Also jetzt haben wir gesagt, links fahren. Hier Wasserschilder auch schön gemacht. Ach so, da kann man rüberfahren. Ne, wir haben gesagt, wir gehen vor. Das sollte man nicht reinfahren. Nein, das sollte man nicht machen.
Oh, hast du gesehen, ja? Ach, scheiße, ja. So, jetzt kommst du aber hier. So, jetzt sieht's aber nicht schlecht aus. Na, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, schön, schön. So, ja, passt alles. So, jetzt müssen wir hier vorne rechts dann. Ich hoffe, wir müssen die Felder nicht kaufen. So, hier müssen wir hoch. Hat er gemeint. Und dann hier irgendwo müssen wir Gülle fahren. Hier ist noch Mais hier. Und hier eine holprige Strecke hier. Oh, hier hat aber ein bisschen beschissen hier, ne? Hier unten. Aber ein bisschen das zusammengequetscht mit Scale. Und hier haben wir Mist. Was ist hier? Leer? Ne, hier hat es einen Trigger. Dann kann man auch was auffüllen. So, wir müssen noch weiter hoch. Ja, wir können ja hier gleich mal hier die Gülle wegfahren hier. Na? So, hier mal die Taste 1 drücken, mal gucken, wie schnell wir fahren. Und gleich mal hier die Kotze einschalten hier. Die Gülle muss auf die Wiese. Dass wir denn hier, was ist das denn hier für ein Baum? Aber der fährt aber langsam, du hier. Naja, so viel Gülle hier, da drücken wir mal die Taste 2, komm hier, zweite Stufe. So, ja, das ist aber ein bisschen zu schnell jetzt, ne? Nein, es ist aber ein bisschen zu schnell. Ich hab doch gesagt, es ist ein bisschen, na, ist ein bisschen. Ein bisschen hier, das sieht immer schön aus hier oben. Oh, ganz schön gemacht. Oh, das sieht, das Haus da oben sieht richtig geil aus. Hat er ganz schön gemacht. Ganz schön gemacht, ja. Finde ich auch für Leute, die gerne in den Bergen fahren. Richtig cool gemacht. Jetzt bauen wir wieder ein bisschen langsamer hier. Ich habe doch die Taste 1 gedrückt. Was ist mit dir los jetzt? Heieiei. Na, was ist jetzt? Bleibst du jetzt stehen oder was macht er jetzt hier? Gut. Na, ist ja gar nicht schlecht. Na, da haben wir schon ein bisschen. Aber der hat irgendwie keinen Zupf mehr irgendwie, oder? Das ist doch... Schweinebacke ist das hier. So. Aber es sieht schon geil aus, ne? Muss man schon sagen, ne? Auch das Güllefass sieht geil aus. Da kann man ja irgendwo runterladen, ne? Wir müssen einfach, ich hab's ja gesagt, wie es heißt. Am besten ist immer bei Google eingeben. Und dann kommt der ganz leicht an so Mods ran. Deshalb gibt's ja das schöne Google-Zeug, ne? Google suchen, ne? So. Fahren wir noch ein bisschen höher. Gucken wir uns mal das Ganze an, während des Arbeiten. Auch ein schönes Haus hier. Aber ich finde es komisch, dass das andere Gras ein bisschen weniger ist. Naja, man muss ja sehen, dass man es mähen kann. Deshalb ist das Gras höher. Aber sonst schon sehr schön gemacht. Mit wenig kann man natürlich auch sehr schöne, viele Sachen machen. Ne, es sind ja eigentlich nur Steine, ein paar Bäume und ein Haus ran gebaut. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schön gemacht. Und hier oben natürlich forsten ist natürlich eine geile Sache hier, oder? Könnte man natürlich nächstes Mal hier mal probieren, hier zu forsten. Na, so. Gleich mal aussteigen hier, mal gucken. Na, auch schöne Häuser hat er gemacht hier, ne? Da hat es wirklich schön im Griff hier. Von wem hat er denn die? Auch sehr, finde ich sehr schön gemacht hier. Ein Dreieck. Als... Okay, aber ist schon, guck mal hier, die Aussicht ist schon sehr geil, oder? Ja, das ist wirklich schön gemacht hier, auch mit den Blümchen hier, ein paar Blümchen, das schöne. Natürlich eine Plane, ne. Aber schon ein schönes Haus hier. Richtig, ja, das passt jetzt dann schon nicht zu dem hier. Aber kann natürlich umgebaut worden sein, das ist natürlich dann schon... Schön. Gut. Aber hier schon, wäre schon geil hier zu forsten, da würde ich mal sagen. Muss man probieren, ne? Machen wir das nächste Mal, forsten wir hier. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Bäume jetzt hier schon zum Fällen sind hier. Sieht schon so aus, oder? Aber hier, doch, Strich hat's. Ja, das probieren wir nächstes Mal aus, ne? So, ich würde sagen, probieren wir es nächstes Mal aus, ne? Unser Auftrag wurde, ja, ist erfüllt, ne? Wir haben's geschafft. Hier, die Wiese wurde gedüngt. Und der Bauer ist glücklich, dass die Kühe wieder scheißen können, ne? Hier oben jetzt auch noch hoch hier. Kannst du schön dreschen hier. Boah, leck du. Mit dem Drescher hier hochfurzen, ey. Uiuiui.
So, ich würde sagen, ich fahre wieder runter und nächstes Mal fahren wir wieder hoch mit dem Forstzeug, na, und forsten da oben mal mit den Standardsachen, na, nicht mit den Tune-Sachen, weil hier ist alles ein bisschen zu schmal. Da fahren wir dann mit richtigem Zeug hoch hier. Okay, bis zum nächsten Mal.